So, ein letzter Berlinale-Film für uns, dann machen wir auch den Sack zu hier. Und das ist ein Film, den habe ich, glaube ich, ein, zwei Tage vor dir gesehen auf der Berlinale. Hab dir gesagt, Clara, du musst diesen Film gucken, Teaches of Peaches, du wirst ihn lieben. Und dann hast du gesagt, du hast schon längst ein Ja, Ticket. genau. Und ich hatte eine sehr gute Zeit. Ja, ich auch. Es war, also ich hatte so gute Laune danach, dass ich es noch locker geschafft habe, danach zwei Filme zu gucken, ohne dass ich mich müde Ja, fühle. und ich habe Peaches gesehen. Du Du nicht. hast sie gesehen sogar. Ja, Ach, sie das war auf habe ich der total. Bühne. Ah, ich bin so neidisch auf dich. Und die ganze Aber Band. Clara, who the fuck is Peaches? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Eigentlich ist es eine kanadische Sängerin, die die Popmusik revolutioniert hat, indem sie offen über Sex geredet hat und aber selber davon beeindruckt war, dass das doch so besonders ist, wie sie mal in einem Interview in der Badewanne liegend gesagt hat. Ja. Genau, diese Interviews gibt es zuhauf in dem Film, diese alten MTV-Videos, großartig. Und wie hast du sie dann nochmal entdeckt? Weil das war auch eine ganz tolle Geschichte eigentlich und sagt viel über sie aus. Eigentlich schon. Also ich kannte jetzt sie nicht von den Anfängen, aber ich habe durch Umwege ein Musikvideo gesehen, nämlich Rap von Peaches, und das konnte ich nur auf Vimeo, konnte ich nur die unzensierte Version Die gucken. zensierte Version, Ah, meinst du? nee, stimmt, ich konnte die unzensierte Version. Also auf YouTube gab es die zensierte, und dann musste ich auf Vimeo gehen, musste mir einen Account machen, habe ich sogar, glaube ich, gemacht, damit ich die unzensierte Version sehe, wo man nämlich sehr viel Nacktheit sieht, sehr viel Weibliche Nacktheit. weibliche Nacktheit, Ich habe und mir das Video angeschaut und man sieht auch. man sieht zwei Frauen pinkeln. Und dass da irgendwas ist da in mir angegangen, irgendwas ist da, ja. Peaches kommt aus so einem Punk-Kontext, hat auf jeden Fall so eine Wildheit und auch eine weibliche Wildheit in die Popmusik reingebracht und hat wahrscheinlich deswegen auch so damals Anklang gefunden. Das erste Album hat sich wahnsinnig gut verkauft. Sie ist bekannt, aber nicht ultra berühmt, würde ich sagen. Und ich finde auch, man muss Peaches nicht unbedingt kennen, um diesen Film schauen zu müssen. Man weiß nach dem Film, wer sie ist. Ja. Und hat Bock, ihre Musik zu hören und Auf sich jeden noch mehr Fall. mit ihr zu beschäftigen. Und das ist eine wahnsinnige Leistung auf Seiten Ja. des Films und damit auch eine warme Empfehlung hier zu meiner Kritik. Zwanzig Jahre Teaches of Peaches. Das muss gefeiert werden. Mit einer furiosen Jubiläumstour. Mit wilden Kostümen und Penissen, die ins Publikum ejakulieren. Und wir sitzen so da im Kinosaal und wollen eigentlich nicht sitzen, sondern aufstehen, mitgrölen, den Schmerz wegficken. Die Form des Films bleibt konventionell. Kein Mut am Experimentieren mit dem Format der Musikdoku. Wenn man ehrlich ist, wird dieser Film der Experimentierwut, der schieren kreativen Gewalt von Peaches nicht gerecht. Zum Glück reicht aber die Strahlkraft der Supernova Peaches aus, um die Leinwand zu transzendieren. Nachdem man in die Teaches of Peaches eingeweiht worden ist, egal wie, will man einfach Party machen. Zum Glück steht dem Film das Archivmaterial einer Zeit zur Verfügung, die wesentlich wilder und ästhetisch wagemutiger war. Die wackelige Handkamera und körnige Digitaloptik der 2000er sind so viel sexier und haptischer als die kalten, distanzierten High-Definition-Aufnahmen der Gegenwart. Die Tools der Crew um Regisseur Philipp Fußnegger produzieren vielleicht schärfere Bilder, doch ihnen fehlen die Sensoren, um das Licht einzufangen, das die Songs und die Performances von Peaches ausstrahlen. It literally just wrote itself. I'm not trying to be like, yeah, but it literally wrote itself, this song. Sucking on my titties like you wanted me. Was die Doku nicht ist, ist Peaches. Feministischer, trotziger, hypersexueller Punk. Was der Film aber leistet, ist Lust auf mehr zu machen. Lust auf mehr Lust, mehr Bass, mehr Erotik, mehr Selbstliebe, mehr Pink, mehr Peaches. Was sie so hörenswert macht, macht die Doku
sehenswert. Beautiful celebration of a fuck you.